Hallo zu diesem Video heute. Ich möchte euch heute ein paar Tipps mitgeben oder Empfehlungen, was ihr vor jedem größeren Bikeparkbesuch an eurem Bike vorher vielleicht noch prüfen solltet. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich meine, ihr könnt vom Bikeparkbesuch natürlich keinen Komplett-Service mehr machen, aber es gibt natürlich trotzdem ein paar Sachen, die man auf jeden Fall kontrollieren sollte. Fangen wir doch gleich mal an. Als allererstes prüfe ich immer das Spiel vom Steuersatz. Und zwar macht man das folgendermaßen. Ihr zieht die vordere Bremse an, die hintere Bremse nicht, und dann fasst ihr einfach hier hin, wo das Steuersatz spielt, wo man das natürlich anfassen muss. Und dann wackelt ihr hier einfach mal. Und so könnt ihr dann prüfen, ob ihr Steuersatzspiel habt. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr nämlich Steuersatzspiel habt, dann kann der Steuersatz kaputt gehen. Und gerade wenn ihr im Bikepark unterwegs seid, dann kann es halt mal schnell passieren, dass das Lager dann sehr schnell kaputt geht. Und das wollen wir nicht. Als nächstes kontrolliere ich immer das Spiel des Laufrads, vorne und hinten. Und zwar mache ich das vorne folgendermaßen. Ich halte einfach unten die Gabel fest und dann wackele ich einfach am Rad. Und jetzt würde man schon merken, wenn ein Spiel hat, das Vorderrad hat jetzt hier kein Spiel. Und ja, so muss es sein. Das Ganze macht man natürlich auch noch hinten. Da halte ich dann auch einfach hier die Kettenstrebe fest und wackel am Laufrad. Und es darf eben kein Spiel haben. Ja, das hat jetzt hier kein Spiel. Ganz kleines bisschen ist okay, aber wirklich nur so minimal, also kaum spürbar. Weil wir wollen ja nicht, dass die Lager zu stark in die Lagerschalen gepresst werden, weil das ist dann eben auch nicht gut. Aber das ist hier auch in Ordnung. Als nächstes prüfe ich dann auch wieder ein Spiel, und zwar das Spiel des Dämpfers. Auch sehr wichtig, weil hier auch große Kräfte wirken. Einfach mal hier testen, wenn man am Dämpfer wackelt, ob der irgendwie Spiel hat. Ihr könnt natürlich auch prinzipiell einfach vor einem Bikeparkbesuch alle Schrauben ein bisschen nachziehen, aber vorher kann man ja einfach so prüfen, ob man irgendwo Spiel hat. Das nächste Spiel, was ich dann prüfe, ist das Kurbelspiel. Und zwar haltet ihr einfach hier die Strebe fest, nehmt euch dann den Kurbelarm und dann wackelt ihr einfach, also in die Richtung. Und es darf eben kein Spiel haben. Also die Kurbel sollte wirklich kein Spiel haben. Einfach mal testen, ob das Spiel hat. Es hat kein Spiel, dann ist es okay. Es darf auf jeden Fall, sollte man das berücksichtigen. Gut, als nächstes, wenn ich das Fahrrad gerade schon so dastehen habe, schalte ich einfach mal alle Gänge durch, ob auch die Gänge funktionieren, weil es einfach nervig, wenn man bergab fährt und schalten will und die Kette die ganze Zeit in den falschen Gang springt. Einfach mal alle Gänge wegen durchschalten, ob alle funktionieren, wie sie schalten sollen. Hier einfach mal schön durchschalten, langsam, aber auch mal schnell. Ist hier alles in Ordnung. Und so wollen wir das haben. Gut, kommen wir nun zum nächsten Punkt. Was ich auch immer noch kontrollieren würde, ist, ob die Achse am Vorder- und Hinterrad fest genug ist. Bei meinem ist es einfach mit einem Schnellspanner. Einfach mal testen, ob die auch fest ist. Und vorne natürlich auch. Was ihr dann auch noch testen solltet, ist eventuell, ob die Pedalen fest sind oder ob die Pedalen Spiel haben. Einfach mal hier wackeln, wenn drehen. Weil wenn die Pedalen locker sind und die sich verabschieden bei der Bergabfahrt, wäre das etwas unangenehm, sage ich mal. Und ich glaube, das wollen wir nicht erleben. Wir sind schon fast am letzten Punkt angekommen. Was ich jetzt noch mache, einfach mal aufs Bike draufsetzen und testen, ob irgendwas knackt. Auch mal richtig schön hier reingehen, ob irgendwas knackt. Das war jetzt die Bremsscheibe, also nicht beirren lassen. Und dann auch einfach mal eine Runde fahren, voll einfedern, lenken, Stoppie machen, Hinterrad komplett blockieren, damit ihr einfach euch sicher sein könnt, dass alles funktioniert. Nach der Probefahrt, wenn ihr euch dann sicher seid, dass alles funktioniert, dann passt es eigentlich soweit. Dann könnt ihr euch auch eigentlich sicher sein, dass im Bikepark auch alles funktionieren wird. Es kann natürlich immer passieren, dass irgendwas schief läuft im Bikepark, irgendwas kaputt geht am Bike. Aber ihr habt auf jeden Fall so vorher schon mal eine, sehr gute Sicherheit und könnt euch sicher sein, dass ihr eben alles vorher kontrolliert habt und ihr keine Fehler am Bike mehr dann habt. Genau. Mein Bike passt soweit auch und ich fahre jetzt auch eine kleine Runde. Wir sehen uns nächste Woche im nächsten Werkstattvideo. Servus! Lifetime in repeat.